So, herzlich willkommen zurück zu Mindtest Creative Server Let's Play. Ist das schon die vierte Folge heute? Ah, oh, ne, du bist hier noch Temp. Du kannst weg. Hatte mich schon gewundert. Ja. Was wir jetzt tun machen ist, die Lage waren wir fertig soweit. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich anfangen, die Sachen umzuräumen. Ich meine, wir haben drei Lager. Und die Frage ist, wie teilen wir das ungefähr ein? So, ich würde mal sagen, so das ganze Kleinkrimskram, also das, was hier zum Beispiel drin ist, das macht im Lager überhaupt keinen Sinn. Das so ein Kleinkram, wenn wir natürlich nach wie vor in Kisten halten, wie gesagt, ist hoffe ich selbsterklärend. Das hier primär eigentlich auch. Also zumindest so die ganzen Sachen wie das hier und das hier, wenn wir alles hier lassen. Sachen wie Sand, wenn wir natürlich dann rausnehmen, die werden wir dann jetzt ausschließlich im Lager lassen, ne, haben wir den jetzt einen kurzen Weg. Holz könnten wir ins Lager bringen tatsächlich, die ganzen Baumstämme und sowas alles. Das können wir jetzt auch mit ins Lager packen, die Dinger hier auch. Da wäre die Kisten schon ein bisschen leerer. Das hier würde ich tatsächlich, abgesehen vom Öl natürlich, alles hier drin lassen. Müssen wir mal gucken. Ich würde mal sagen, wir lösen erstmal das Lager da hinten auf. Dann wissen wir ungefähr schon mal, wo das Ganze so hinausläuft. Ich würde aber vorher meine Taschen leer machen. Das macht Sinn. Du nach da. Ihr nach da. Ihr nach da. Gott, Alter. Oh, nicht schlecht. Du kommst mal bitte nach oben. Dankeschön. Wo sind meine restlichen Trauben hin? Nein. Hatten wir nicht ganz viele von diesen Blaubeeren? Oder hatte ich die damals ins Lager gebracht? Glaube ja. Kann doch das sein. Gut, erstmal Taschen leer machen hier. Das Problem ist, das Lager jetzt leer zu räumen, wird eine ganze Weile dauern. Da gehe ich schon fast von aus. Weil wir da einige Male laufen werden dürfen. Das wird ein Spaß. Allerdings. So, ja, genau. Taler kommen ja nach oben. Genauso können die Stöcke auch hier mal rein. So, Dankeschön. Ach nee, Quatsch. Nicht da. Da. So. Taschen hatten wir leer gemacht, ne? Ne, überhaupt gar nicht. Aber wie gesagt, ich würde die Blätter jetzt hier gerne aufheben. Also, ne, nochmal damit irgendwie reinpacken. Macht keinen Sinn. Stimmt, ich wollte noch Upgrades bauen. Scheiße. Upgrades. Brauchen wir die Dinger hier, ist natürlich schön scheiße. Müssen wir wieder so eine Dinger bauen, Alter. Oh man. Ich meine, wir haben Holz, ja, aber jetzt nicht so massig, dass ich jetzt dafür komplett auf den Kopf hauen würde. Ich würde mal sagen, euch kann ich auf den Kopf hauen, dich kann ich auf den Kopf hauen. Wir brauchen definitiv mehr Holz. Unsere Holzvorräte sind quasi aufgebraucht. Sad. Oder habe ich noch irgendwelche Dinger hier vorrätig liegen? Mir war das, hätten wir letztens noch welche gehabt oder habe ich die dann letztens auch eingesetzt? Hm.
Ah, ne, haben wir wahrscheinlich eingesetzt, doch. Ach Gott, das ganze Uran auch noch, ne? Oh Gott, das wird ein Horror, Quatsch. Ja. Guck mal, hier haben wir auch Öl. Ach ne, ist eine Glasflasche, okay. Ja, da müssen wir welche bauen. Okay, gut. Das wird dann Spaß. Okay. Stöcker brauchen wir da ganz viele. Haben wir zum Glück auch noch ganz viele. Ach was, komm. Ja. Ne, jetzt mach doch mal hier. Danke. Achso, Quatsch. Schon wieder. Außerdem wollte ich doch ein Stöcker machen. So. Du nach da. Jetzt brauchen wir Kisten. Ach Mann, oh, du Scheiße. Ich hasse dich. Ja. 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 So, damit kriegen wir 6 Upgrades. Schon mal. Was mache ich hier gerade? So. Geht viel einfacher. Ja, komm, her damit. So, die restlichen packe ich immer wieder zurück. Dann nehme ich dich noch mit. Leider kann man die Dinger nicht zurückbauen. Ne. Das ist doch scheiße. So. Ach so, halt, brauche ich noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du noch da. So, und jetzt brauche ich ganz viele Stöcker. Das heißt, du kommst nach so, du nach da. Und dann haben wir... Ach, wir kriegen mal gleich 4 Stück. Ja gut, das reicht dann auf jeden Fall. Das sollte dann definitiv passen. Sehr nice, das Ganze. Dann kommst du nach da. Dann nehmen wir jetzt ganz viel von dem Zeug. So, wie geht das jetzt? Okay, wir brauchen doch Blöcke und wieder Stöcker. Jo, leck mal doch. Nein, da. So, einfach mal alles. Wir brauchen echt mal Stöcker, wird mich verarschen. Are you fucking kidding me? Konnte man aus denen nicht auch irgendwas machen? Sapping. Ich glaube, konnte man auch Stöcker machen, oder? Kleber. Oder Stöcker. Aber gerade mal ein Stock ist natürlich relativ... Nee, den nehme ich mir lieber für Kleber auf. Lol. Stimmt. Vielleicht haben wir daraus sogar schon auch schon Kleber gemacht, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere. Sinne. Whatever. Du kommst mal nach. Warum ist hier? Warum sind hier schon wieder Taler? Sag mal, in jeder Kiste liegen irgendwelche Taler rum. Sag mal, bin ich hier Donald Duck oder was? Der Tiefsteuer, ey. Da wirst du ja aggressiv hier. Danke. So, was jetzt? Stöcker. Genau. Achso, ach Gott. Ach Mann. Gibt's ja nicht. So, wir brauchen nochmal 50 Stöcker, das heißt so. Oder? Wie viel brauchen wir? Upgrade. Achso, genau, wir brauchen. Wait a minute, wir brauchen sowieso noch viel mehr. Warte. Wir haben 28. Da brauchen wir auch noch mehr Obsidian. Ha. Okay, wir brauchen also noch 5, ja, nochmal 20 Stöcker und noch ganz viel Obsidian. Okay, Obsidian ist kein Problem, dann wird das Zeug wenigstens mal leer. Stöcker müssen wir jetzt nochmal machen. 21 brauchen wir davon. Ach, komm her damit.
So, jetzt das Ganze nochmal. Alles. Ach du Kacke. Ups. Warum stacken die nicht immer? Einfach. Es ist doch, wäre doch viel einfacher. Ach, so nicht dein Ernst. Ne, du. Das ist jetzt, ja. Ach komm, machen wir es ganz, ganz einfach. Also so ganz einfach. Ach so, scheiße, wenn die nicht gesteckt werden können, dann kann ich sie auch hier nicht reinpacken, oder? Ne. Ne, kann ich nicht reinpacken. Das natürlich jetzt, ja. Scheiße. Pack ich sie hier rein. Tschüss. Pro Ofen können wir eins wegpacken. Easy. Och nö, ne? Jetzt brauche ich eine Kiste, wo. Ach so, Kacke. Das ist doch wieder Kacke hier. Was ist denn hier eigentlich los? Dankeschön. So. Leider kann man hier nicht einfach mit der Shift-Taste viel lang klicken und dann einfach alle hier rüber schöffeln. Ne? Da muss man immer jedes Mal raufklicken. Das ist ein bisschen deprimierend und das passen nicht mal alle rein. Er leckt mich doch. Oh, das gibt eine Katastrophe. Das gibt eine Katastrophe. Guckt euch das mal an. Das ist eine Katastrophe. So, okay. Dann fangen wir mal an mit dem ersten Ding. Wir müssen gucken, wie wir es unten einteilen. Ich würde gerne... Wie teilen wir das Ganze auf? Ich würde vielleicht am Anfang, ich meine, die Lager hier sind jetzt wesentlich größer als das Lager, was wir oben hatten. Das heißt, hier passt auch allein in ein Lager viel mehr rein. Von daher weiß ich nicht, ob wir das Lager, was wir jetzt schon haben, aufsplitten müssen in zwei Lager. Weil ich wollte halt erst sagen, ne, bei dem Lager, was wir jetzt bereits haben, da haben wir eine Seite eher so Baumaterialien und die andere Seite quasi so landwirtschaftliche Scheiße. Dass wir das hier quasi in zwei aufteilen. Dass wir quasi ein Lager haben für Baumaterial insgesamt, ein Lager für alles, was mit Landwirtschaft und so Scheiß ist. Und dann quasi noch ein Lager so mit Erze und alles andere halt. Würde das so Sinn machen oder würde ich dabei irgendwas außen vor lassen? Eigentlich nicht, ne? Sollte so eigentlich passen. Dann machen wir das auch mal so. Dann fangen wir mal mit der linken Seite an. Wie lange geht eigentlich die Aufnahme schon? Ach Mann! Alt-Tab funktioniert nicht, Alt-F4 funktioniert nicht. Ich komme mir gerade vor wie so ein beklopptes. Ja. Dumm. Einfach dumm. So, 35 habe ich die Aufnahme gestartet. Ich glaube, ich sollte mir mal wirklich von dem netten Herrn. Wer war denn das nochmal? Also ich weiß, wer das war. Ich kann mir das Gesicht gerade, aber ich komme gerade nicht auf den Namen. Ich hoffe, er heißt Linux Dirk und ich verwechsel das jetzt nicht ganz böse mit irgendeinem anderen. Aber Linux Dirk hatte diese Mod, mit der man unten links ne, so die aktuelle Zeit, also die aktuelle Session Zeit, also die Zeit, die in dieser Session bereits vergangen ist und so anzeigen kann, wäre vielleicht doch mal eine ganz gut sinnvolle Ergänzung, sage ich jetzt mal so. Coole Ergänzung ist ja so eher so dahingestellt, aber zumindest ist eine sinnvolle Ergänzung. Wir müssen mal wieder diese Kumbibäume da abfällen. Die stehen da rum wie so bestellt und nicht abgeholt. Was die auch sind, eigentlich. Gut, bestellten jetzt in dem Sinne mit an, sind wir selber angepflanzt, ja, aber. Tja, und eigentlich wollte ich hier noch ein zweites Lager hinbauen. Ich glaube mal, dieser hat sich jetzt komplett erledigt, ne? Ich meine, wir könnten hier noch ein Lager hinbauen zur Optik. Ich werde das Lager hier auch by the way nicht abreißen. Es wird hier so bestehen bleiben. Es wird halt nur nicht mehr genutzt. Also, ne, nur für die, die sich da vielleicht Sorgen gemacht haben, weil die das Lager hier schön finden. Ich finde es auch schön und deswegen bleibt es hier auch. Und die, die das Lager hässlich fanden und sich gefreut haben, ja, es kommt dieses scheiß Ding endlich mal weg. Pech gehabt. Beim Rausnehmen kann ich nicht einfach alles rausnehmen, ne? Was? Ne, geht nicht, da muss ich. Ah, super.
Okay. Ich denke, wir sind voll. Gut, dann können wir jetzt doch mal anfangen hier. Wir können ja mal die Rucksäcke mit benutzen. Ach, scheiße, da ist ja bereits einer voll. Ach komm. Ach, kack. Ach, mal. So. Weg damit euch. Habe ich jetzt eigentlich. Ach, alles gut. Ist mir jetzt gerade scheißegal. Du kommst noch da. Packe ich hier erstmal alle Blätter rein. Ach komm, ernsthaft jetzt? Die 6 haben nicht mehr reingepasst bei mir. Oh, ist doch voll. Ey, komm, Weste. Wir könnten daraus jetzt auch einmal Öl machen. Zweimal Öl machen. Okay. Ist mir auch schon was scheißegal. Weg damit. Kein Bock mehr. 6 Blätter sind wirklich geschissen. So. Ach, das ist ein Spaß hier. Hm. Das wird so scheiße lange dauern. Das wird so endlos lange dauern, Alter. Oh Gott, was haben wir getan? Vielleicht können wir auch einfach mal eine Pipe irgendwie verlegen, dass wir hinten. Na, nee, du müsstest dich erstmal hinten so ausbauen, dass es das komplett automatisch einsortiert wird. Ne, dass wir einfach hier eine Pipe hinbauen, hier alles in die Pipe reinschmeißen, aber. Oh, alleine um was vorzubereiten, bräuchte ich länger als jetzt hier. Ja. Oh Gott, das wird eine Katastrophe werden. Das gibt eine Katastrophe. Holy shit. Was habe ich mir dabei gedacht? Ich meine, okay, es sind so wirklich alle Kisten so voll wie die Cobblestone-Kiste. Das heißt, wenn wir die geschafft haben, haben wir das meiste quasi schon geschafft. Ja, das muss man schon mal dazu sagen. Aber trotzdem, dass wir halt alleine für die eine Kiste schon dreimal laufen müssen. Also keine Ahnung, mindestens zweimal. Na doch, wir müssen mindestens dreimal laufen. Die hat gerade mal 15% verloren. Ach du Kacke. Ja, das wird ja ein Spaß. Wird eigentlich Unified Inventory noch aktiv weiterentwickelt? Ne, weil hier gibt es ja mittlerweile ein paar Bugs, oder also nicht mittlerweile, sondern hier gibt es schon länger ein paar Bugs. Und zwar zum einen, dass ja die Zahl nicht aktualisiert wird, sondern nur aktualisiert wird, wenn man die Tasche wechselt. Was halt ein bisschen verwirrend ist, gerade wenn man jetzt hier eine 0 hat, dann rauswechselt und ne, irgendwann später wieder reingeht und man denkt, oh, 0, klickt da rauf und dabei ist das bereits die Tasche, die man gerade sieht, die eigentlich schon voll ist. Zum einen das. Und zum anderen gibt es auch noch diesen Bug, der aber nicht zu Unified Inventory gehört, sondern zu Unified Inventory Plus. Und zwar, dass dieser Button hier ab und zu Sachen verschlingt. Ne? Siehe damals unser Ananas-Problem, wo dann die ganzen Ananas-Köpfe einfach verschluckt wurden. Ah ja. So, du bist. Ey, wir werden mindestens dreimal laufen müssen. Ja, doch, dreimal müssen wir laufen. Wir haben jetzt gut 20%. Das ist verrückt. Das ist total verrückt, Alter. Das ist heftig. Das ist echt heftig. Also, da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Das ist ja. Dachte gerade, da fliegt ein Cobblestone-Stein rum. Aber das ist ja natürlich der Schornstein. War ich gerade ein bisschen verwirrt. Ja, unser Hotel, da müssen wir auch mal gucken, wie wir das Ding verzieren. Da bin ich mir immer noch nicht ganz schlüssig, was ich daran mache, weil irgendwie, ne, so ein. Ich hab schon überlegt, ob ich da irgendwie einfach so ein paar Bäume ranklatsche und dann so ein paar Ranken runterwachsen lasse, aber. Ich weiß nicht. Ich werde mir da nicht schlüssig. Ne? So, ich würde mal sagen, wir machen. Baumaterialien komplett nach links. So Sachen zum Essen und so nach rechts, weil die Wertsachen hätte ich gerne schon beim geradeausgehen. Also wenn man hier eine, also die Dinge in der Mitte da quasi. Wo bin ich jetzt? Hey, okay. Dreh ich mich ab und zu einfach random rum oder was? So, das Ding ist schon mal voll. Sehr schön. Hat da alles reingepasst? 3.168. Das
gerade alles reingepasst oder hat er jetzt Sachen verschluckt? Ich dachte, da passen nur drei Reihen rein. Nö, doch, hat alles reingepasst. Lol. Okay, war ich gerade ein bisschen dumm. Ja klar, stimmt, eben Kisten haben wir auch vier rein. Ne, ich hab's gerade verwechselt, weil ich dachte, so ein Ding fasst ja normalerweise so viel wie eine Kiste. Aber ich habe gerade die Kiste mit dem Backpack verwechselt. Und eben, Backpack hat nur drei Reihen, aber eben. Backpack. Kisten haben vier Reihen. Zum Glück. Gut, dann krallen wir uns jetzt gleich mal ein paar Upgrades und klatschen da mal fünf Stück rein. 1, 2, 3, 4, 5. Denn die Kiste ist ja jetzt schon voll. So schnell kann es gehen. So, Stöcker brauchen wir jetzt by the way auch nicht mehr, weil wir werden ja hier nicht mit automatisch arbeiten, sondern wenn die halt, ne, einfach hier, so wie wir es halt auch gerade gemacht haben, leeres Fach, rechtsklick, dann wird ja alles, was dazu passt, reinsortiert. Finde ich A, übersichtlicher, B, ungefährlicher und C, macht das auch einfach, ne, ein bisschen Abwechslung. So, ich muss darauf klicken. Rein da, ach man, komm. Da, 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 da. Das war gerade das Dümmste, was ich hier gemacht habe. Ich hätte einfach von da nach da, von da nach da, von da nach da. Hatte ich von hier den weitesten Weg und von da den weitesten Weg. Herzlichen Glückwunsch, Oliver Hartmann. Sie sind ein Genie. Na egal. Lassen wir das mal. So, 6%. Das klingt schon. 6%? Ah, unsere Backpacks. Upsala. Ah. Tja, siehst du hier wieder noch einen Button fehlen, ne? Einfach alles, was im Backpack ist, hier rauspacken. Beziehungsweise alles, was hier draußen ist, in Backpack packen. Das wäre halt noch ein so geiles Feature, ne? Naja. Nächstes. Hatten wir jetzt so gerade wieder gesehen. Die Tasche wurde immer noch als voll angezeigt. Obwohl die schon längst leer war. Das ist halt ein bisschen deprimierend. Ah, siehst du, Tasche ist immer noch voll. Und wenn wir jetzt hier raufklicken. Ach, ist ja doch unsere leere Tasche, die wir gerade ausgewählt haben. Ja. Wie gesagt, man gewöhnt sich halt dran. Ich komme damit halt wunderbar klar, weil, ne, wenn man weiß, dass das so ist, denn, ne? Aber man muss halt erstmal wissen, dass es so ist. So, 20% voll. Zweimal laufen müssen wir noch. Dann sind wir ready. Mit der ersten Kiste. Ich hoffe mal, von den anderen Zeugen, von den anderen Sachen kriegen wir dann immer ein bisschen mehr weg, weil die sind halt bei weitem nicht so voll. Aber wenn ich mal so ans Getreide denke, da haben wir auch ein paar Kisten, die glaube ich auch schon Upgrades haben, wo auch eine ganze Menge drin ist. Das wird noch spaßig. Das wird noch richtig scheiße spaßig. Spaßig. Richtig. Also jetzt. So, geh mal her hier die ganze Kacke hier, ganze Mistgedöns-Gedenks. Oh Mann, Alter. Kannst du klicken, bis du tot bist? Oh. Ich klicke einfach die ganze Zeit weiter, ohne zu merken, dass die Tasche bereits voll ist. Klar. Schön. Finde ich geil. So, nee. Ach so. Ach so. Ah, okay. Siehst du? Schon ist die Verwirrung groß. So, komm. 40% ist noch da, aber wir müssen ja eh nochmal hingehen, von daher. Machen wir zwei 14% Touren und dann haben wir unsere 30% auch abgearbeitet. Doink. Wozu haben wir hier unten überhaupt den Weg gebaut, wenn wir immer nur auf dem Geländer rumlaufen? Ich verstehe das nicht. Ich meine, gut, eigentlich laufen wir ja nur deswegen nicht auf dem Weg rum, weil der Weg hier immer so rum so zittert, ne? Weil es ja hier diese komische Zickzack-Struktur hat. Ja, wobei, ich glaube, ich würde doch einfach so auf dem Geländer immer rumlaufen. Einfach voll Spaß macht. Was halt geil wäre, ist, ne, wir haben ja diese komischen Seile, die man so in Höhlen herunterhängen lassen kann. Wenn sowas auch gibt, so quasi so querhängenderweise, ne, dass man so ein Seil so quer spannen kann. Und dann damit quasi so eine Art, naja, doch, eine Art Parcours quasi bauen kann.
Ne? Dass man da quasi sich so rüberhängeln kann, so von einer Strandseite zur anderen Strandseite. Von einer Strandseite zu einer anderen Strandseite, wie auch immer ich gerade aufs Seil komme, das ist nicht mein Wort. Aber gut. Ja. Na, auf jeden Fall, dass man sich dann da halt so lang hangeln kann, macht bestimmt Spaß. So. Das hätten wir auch. Ja. Ich hoffe mal, ich kann irgendwann die Farming-Mod wieder aktivieren, ey, das Jahr. Ich meine, ich habe die jetzt auch seit langem nicht mehr verfolgt. Kann sein, dass sie mittlerweile sogar gefixt wurde. Aber ich traue dem Braten halt noch nicht so ganz. Von daher. Mal schauen. Vielleicht so in 2-3 Wochen. Oder in 2-3 Monaten. Vielleicht auch in 2-3 Jahren. Gucke ich nochmal nach und dann. Ne? Hoffe dann, dass sie denn dann funktioniert. Hoffe dann, dass sie denn dann funktioniert. Ja, es ist. Grammatik-Genie. Okay, ich würde mal sagen, wir machen trotzdem erstmal Pause hier an der Stelle. Halbe Stunde schon rum oder sollte schon fast rum sein. Bis dann.